Alter, eure Waffen sind echt kacke. Ich habe gerade hier jemanden abgestochen hinter euch und der, oh, oh, wir haben ein tolles Leben. Jetzt ist hier ein Bosskampf? Nee. Okay, dann probier hier nichts mit, was? Alrighty. This is where you come in. And off you go. Ein kleiner Remy. Holland, du Mörder. Was, du lebst doch? Aha. Hey, ihr mit der Ruhe. Für einen Ermordeten geht's dir doch erstaunlich gut, oder? Ja? Stimmt auch wieder. Ich habe dich lediglich mit einer Lazaruskugel getroffen. Ich hätte dich in einen todesähnlichen Zustand versetzt. Was hat now? Was? Warum hast du... Erklärungen haben wir später noch genug Zeit. Jetzt nehmen wir erstmal das hier. Frau Chamin. What? Keine Panik, in 10 Minuten verwandelt sich zurück. Jetzt ich, mein erstes und hoffentlich letztes Mal als Frosch. Hier ist er auch nicht. Roland, dieser Lunke. Excuse me. Cecilius, meinst du nicht, dass es langsam Zeit wird, dass du uns die Wahrheit sagst? Well. Ihr habt es also gemerkt. Yes. Ja, hätte Roland wirklich vorgehabt, uns zu verraten, hätte sich doch um einiges geschickter angestellt. Er hat sich viel zu leichtfertig verhalten. Wohl wahr, es war recht leicht zu durchschauen, was? Huh? Moment mal, was soll das heißen? Eine Täuschung ist nur gut, wenn sie selbst einen Freund überzeugt. Rolands Verrat war nur gespielt. Nichts davon entspricht der Wahrheit. Snakes alive! Wie? Das war alles Teil des Plans? Hm. So ist es. Nach unserer Rückkehr aus Mechborn habe ich überall im Schloss Kontrollaugen bemerkt. Damit kann man auf magische Weise einen bestimmten Ort aus der Ferne beobachten. Königin der Reihe des Augenzauber funktioniert ähnlich, deswegen sind sie mir sofort aufgefallen. Ich habe Roland informiert und bei unserer Nachforschung konnten wir ein Spion aus Katzbuckel ausfindig machen. Es war Rolands Idee, die Kontrollaugen nicht zu zerstören und sie stattdessen zu unserem Vorteil zu nutzen. Damit der Spion davon erfährt, haben wir im Blickfeld der Augen vorgegeben, dass Roland seine Freunde verrät. Es war auch Teil des Plans, dass einer von uns ihn dabei entdeckt. Unser Treffpunkt lag nicht zufällig auf der Route der Nachtwache. Und der Rest ist auch bereits bekannt. Es kam zur Eskalation und Roland wurde es alles verwiesen. Wir haben geholfen, dass der Spion über die Kontrollaugen alles mitbekommt und ihm folgt. Forgive me. Übrigens, Zoran, der verdächtige Kerl in der Robe, den du gesehen hast, war ich selbst. Deine Überreaktion darauf war erhofft und ein überaus wichtiger Teil unseres Plans. Wie bitte? Er hat mich betrogen oder ausgenutzt? Hm. So sieht's aus. Aber tief in deinem Herzen hast du doch stets an Rolands Loyalität geglaubt. Hab ich nicht recht? If I may be so bold. Mir kannst du nichts vormachen. Ich weiß, dass du deine Crew mit der Suche nach ihm beauftragt hast. Gosh. Also befindet sich Roland gerade in geheimer Mission in Katzbuckel. Aber was will ich dort allein erreichen? Well now. Lass mich es dir erklären. Oh my
Roland. Aber erst kümmern wir uns um wichtige Angelegenheiten. Die Stadt muss unterhalten werden. Okay. 95.000. Das ist Wahnsinn, wie viel Geld ich einnehme. Und auf jeden Fall will ich die erweitern. Was kostet es beim nächsten Mal? 800.000. Es gibt ja noch so viele Sachen zu machen. Ich finde es gerade richtig gut, dass endlich mal richtig schön viel Geld reinkommt. Und wenn ich mit 300.000 einmal haben kann, ist das schon cool. In der haben wir noch nicht geschlafen, oder? Also auch eine Taverne und kein Gasthaus. Ein zweites? Königreich führen. Haben wir. Was kann das Ding? Ja, also, warte mal, wie brauchen wir dafür? Meister für Praxisnähe. Haben wir denn jemanden? Der hat Praxisnähe. Oh, wir haben ein kreatives Genie. Schnauzer müsste jetzt eigentlich bald Meister sein. Ja, da fehlt ein neuer, genau. Wartet, ich muss erstmal ein paar Leute verbessern. Klar, ich langsam jetzt ein bisschen die Handlung, aber das ist okay. Wenn ich die Preise dadurch nochmal massiv senken kann, dann muss ich das natürlich machen. Da müsst ihr jetzt Meister sein, oder? Keine Kompromisse, das ist eine Riese. Wenn es um die Arbeit geht, scheint sich bezahlt zu machen. Wer ist Meister? Kostet das dann 96.000, aber das ist eigentlich wert. Das ist eigentlich mit der beste Bonus, den ich überhaupt haben kann. Und ganz ehrlich, ich krieg hier die Materialien. Ist schon wieder 8.000. Das hätte ich schon eher sehen müssen, weil Baukosten sparen, merkt man. Deutlich. So, zurück zu den Anfängen. Roland. Ich will erst mal wissen, welche Quest ist das eigentlich? Für Level 41, da sind wir ja natürlich drüber. Er hat recht reichlich Ärger wegen mir. Meinetwegen, was? Ich habe mir Sorgen gemacht, aber ich bin heilfroh, dass du wieder zurück bist. Das war eine gefährliche Mission, Mann. Cecilius hat uns alles erzählt. Bin ein bisschen enttäuscht, dass ich nicht mitmachen durfte. Ich muss mich für dieses Täuschungsmanöver bei euch entschuldigen. Es tut mir wirklich leid. Ha, das war großes Schauspiel. Wir sind echt auf den Leim gegangen. Aber echt, das verzeih ich dir nie. Wir haben trotzdem an dich geglaubt und auf dich gewartet. Wenn die Hilfsmittel für die Infiltrierung... Waren die Hilfsmittel für die Infiltrierung vernünftig? Sehr sogar. Ich konnte viele wertvolle Erfahrungen sammeln. Die Einblicke in das Leben eines Frosches waren besonders beeindruckend. Evan, das hier war das Ziel dieser Mission. Ich möchte, dass du es an dich nimmst. Colley! Das königliche Siegel! Aha. Damit können wir den Königsweg benutzen und das problemlos nach Katzburg erschleppen, oder?
Wie erwartet war Ratholian auch hinter dem Siegel her. Es ist sehr gut möglich, dass er ein wichtiges Werkzeug bei unseren Verhandlungen mit Katzburg sein wird. Danke, Roland. Jetzt können wir endlich nach Katzburg gehen. Zurück in meine Heimat. Zum ersten Mal, seit Ratholian sie an sich gerissen hat. And so at last the hour had come for Evan to return to Ding Dong Dell and convince King Mausinger to sign the Declaration of Interdependence. Bright-eyed, yet heavy-hearted, he prepared to take the final steps of the journey he had begun, what now seemed a lifetime ago. It was time to bring his dream of a united world one step closer to reality. Did my father and Mausinger hate each other? Sometimes it's just not possible for people to stay friends. Sometimes the circumstances just won't allow it. I can't believe that father would have hated someone or been suspicious of them simply because of their species. But then, why else would Mausinger do what he did? I suppose he was afraid. Afraid? Of... That the great man he dedicated his life to was using him and will one day cast him aside. Think about it. What could be more frightening than being discarded by someone you love? Not that I know all the details, of course. Right. Königliche Siegel. Speichern wir mal. Inszeniertes Drama heißt es ja auch noch. Hört alle mal zu. Bevor wir uns mit Katzburg verbinden, möchte ich gerne wissen, was genau damals passiert, was damals passiert ist. Ich will von den Leuten dort die Wahrheit erfahren. Was für ein König war mein Vater? Warum musste er durch Ratholians Hand sterben? Als ich noch in Katzburg gelegt habe, wollte ich gar nicht wissen, was außerhalb des Schlosses passiert. Aber jetzt will ich es wissen. Muss ich es wissen. Auch um Katzburg und Aldebarans Abkommen schließen zu können. Aber nicht nur deshalb. Chapter 8. Land of my fathers. Ich erkläre euch jetzt, über welche Route wir am einfachsten nach Katzburg gelangen. Die Karte zeigt das Umland von Katzburg. Die Kreuze markieren die Orte, an denen Katzburger Soldaten stationiert sind. Wie man sieht, ist die Bewachung auf der Südseite besonders streng. Es dürfte unmöglich sein, der Umwelt durchzukommen. Wir werden daher mit der Victorie versuchen, unbemerkt an einer möglichst weit abgelegenen Stelle des Landes zu landen. Dann bewegen wir uns auf einer nur unzureichend bewachten Route zur Westseite von Katzburg. Dort ist der Eingang zum geheimen Königsweg. Gut, dass wir die Victory haben. Mit ihr können wir uns nahezu lautlos fortbewegen. Trotzdem müssen wir äußerst vorsichtig sein, dass uns von Katzburg aus niemand sieht. Wir sollten einen weiten Bogen außen herum fliegen. Also ich persönlich bin ja ein großer Freund von Frontalangriffen. Diesmal ist das wohl die zweite Frage. Wenn wir den Aufruf verursachen, wird man uns überall in Katzburg suchen und wir könnten uns nicht mehr frei bewegen. Macht euch fertig, wir treffen uns dann in der Victory. Ach so, ich muss einfach nur rausgehen. Und einfach nur in die Victory gehen, verstehe. Oh, neue Quest. Vielleicht kann ich sie gleich machen. Hey. Majestät, melde verdächtige Aktivitäten im Umland von Minneapolis. Zuerst dachte ich, das sind nur ein paar Banditen, die schon wieder abhauen. Aber nun geht der Lärm schon einige Tage lang.
Ich habe eine Untersuchung aufgegeben. Oh, es klingt beunruhigend. Was könntet ihr herausfinden? Zeugen berichten, dass gegen Mitternacht ein Hämmern aus nördlicher Richtung zu vernehmen war. Ich vermute, dass irgendwo jemand etwas baut, das tagsüber versteckt hält, sodass wir bisher noch nichts ausfindig machen konnten. Warum sollte jemand so etwas tun? Was hat er wohl zu verbergen? Ich habe bereits einige Kundschafter in die Region geschickt. Die Soldaten in südwestlicher Richtung von dem Turm Minneapolis sollten auf dem neuesten Stand sein. Danke für deinen Bericht. Ich mache sofort auf den Weg. Nein! Ach du. Hi. Wenn das Michael unser König ist. Hallo. Hallo Michael. Hast du schon an das Leben gewöhnt? Jo. Aber ich muss schon sagen, Herr Fenner liegt mir immer noch am Herzen. Manchmal plagt mich das Heimweh. Mhm. Das kann ich verstehen. Herr Fenner ist eine besondere Stadt. Ja. Da fällt mir ein, Matthias aus Herr Fenner wollte, dass ich ein paar Schuhe für ihn mache. Gosh. Matthias und Schuhe? Als er das erste Mal in Minneapolis war, ist er wohl doch ein bisschen neidisch geworden auf den schicken Treter, die ihr alle haben. Aber wenn ich schon mal Schuhe anziehe, dann sollen sie auch nicht irgendwelche sein, sondern eine. Deiner, alter Kamerad, hat er gesagt. Mm. Ach, ich wusste gar nicht, dass ihr zwei so dicke Freunde seid. Mm. Ja, wir beide kennen uns schon seit einer halben Ewigkeit. Er hat mir damals sehr geholfen, Fuß in der Fenner zu fassen. Und deswegen will ich ihm zwei tolle Leder verpassen, nachdem sich die leuchtende Hals verrenkten. Ich hätte auch schon eine prima Idee und das Zeug dafür habe ich auch schon fast beisammen. Das Einzige, was mir noch fehlt, sind ein paar Rollen modisches Band. Habe ich sogar. Modisches Band, Weißt du was? Ich fang schon mal an mit den Schuhen. Das Band werde ich dir besorgen. Oh, das ist ja mal ein toller Zug von dir, Evan. Sag ich nicht nein zu. 5 Rollen von modischem Band brauche ich bitte. Mhm. Kein Problem, ich bin gleich wieder da. Hier ist das Mojiband, das ich dir versprochen habe. Prima, jetzt habe ich alles, was ich brauche. Schönen Dank auch, Evan. Mit diesen Schuhen wird der gute Matthias das Stadtgespräch von der Fenner werden. Ja, würde ich gerne mal ausspielen hier. Das wird eine gute Werbung für Minneapolis, kannst du glauben. Und natürlich auch für meine Wenigkeit. Ja, okay, solche Quests finde ich okay. Die sind sehr schnell abgeschlossen, was ich super finde. Die ist alle Flunder, ich glaube, es hackt. Mhm. Was ist denn los, Matthias? Du bist aber doch schlecht gelaunt. Was ist los, kann ich ja sagen. Diese Susi will mir vorschreiben, wie ich meine Arbeit zu tun habe. Mir. Mir piep egal, ob die Ministerin ist. Der Chefzimmermann hier bin immer noch ich. Ich lasse mir doch von so einem Grünschaber nicht ins Handwerk pfuschen. Mhm. Und was soll ich sagen? Ich möchte eigentlich, dass ihr bald miteinander klarkommt und zusammenarbeitet. Klarkommen soll ich mit der? Die hört mir nicht mal richtig zu. Ja, du hast keinen Respekt vor Tradition und Erfahrung. Am besten machst du jetzt mal eine Pause und trinkst einen Tee. Ich werde mal mit Susi reden und sehen, wo das Problem liegt. Ich kümmere mich erstmal um die andere Quest. Die Quests mache ich, aber da habt ihr doch Verständnis für. Ich vermute, ich muss einen Einsatz machen. Da ist eine Pustefee. König Evan, meine Männer haben hier in der Nähe einen Banditenbande ausfindig gemacht, die einen groß angelegten Überfall auf das Königreich plant. Banditen? Ja, sie sind zwar in der Unterzahl, aber sie haben still und heimlich über Nacht zahlreiche Wehrtürme und Kanonen in Position bringen können. Bei der taktisch ausgewogenen und schnellen Vorgehensweise kommt meiner Ansicht nach als Thracien nur eine Frage. Rubius, der gesetzlose Baumeister. Ein Glück, dass wir die Banditen noch rechtzeitig entdeckt haben. Wir müssen sofort ausrücken, bevor sie im Angriff ausholen. Jawohl, wir werden jederzeit bereit zum Ausrücken. Gebt einfach den Befehl zum Angriff, wenn auf eurer Seite alle Probleme getroffen sind. Bitte, wegtreten zu dürfen. Ich dachte jetzt gerade, die Pustefee sorgt direkt dafür, dass ich in den Kampf komme oder dass ich es will. So. 44.
Hab ich fast. Ich probiere es wenigstens mal. Das ist echt ein hartes Ding. Oh, könnte man trotzdem schaffen. Die Türme sind halt echt ein Problem. Das war schon mal übel für den Anfang. Oh ja, wir haben echt Verluste gemacht. Ich habe leider keine Basis. Gerade Türme sind halt echt tödlich. Oh, Husky ist tot. Das meinen sie. Türme sind echt widerlich mitunter. Muss ich nur die Anlagen zerstören oder dann auch, wenn es nur Anlagen sind, dann komme ich dann schon irgendwie klar. Hoffe ich. Aber Türme sind halt sowas von übelst stark, wenn die mehrere Pfeile schießen. Ah, Carlo hat halt echt auf die Fresse gekriegt. Meine Vorräte verschmelzen auch dahin wie nicht. Das ist schon eine echt gemeine Kombo. Lauft! Ich repariere hier mal ein paar. Yes.
Was sagst du? Na, wie wär's? Was? Das ist absolut... Was? Wie kann das denn passieren? Das kann unmöglich sein, so viel Reichweite haben die nicht. Das ist klassische Cheaten von KIs wieder. Okay, letzten Turm schaffen wir auch noch. Stay strong. We can't afford to lose. Stay strong. Stay strong. We can't afford to lose. Stay strong. Stay strong. Dann kriege ich auch Carlos eine dann irgendwann mal wieder. Muss jetzt stehen bleiben. Ja, ich wäre verbunden, wenn er aufhören würde, ständig zu sterben. Ja, klar. Ah, gut, da habe ich meine Truppe wieder. Das ist halt schon übel. Übrigens ist mir was aufgefallen. Ich kann jetzt mit meinen Truppen über die gesamte Welt latschen, wie ich das möchte. Also wenn ich jetzt nach Katzbuckel laufen möchte, könnte ich das rein theoretisch machen. Ich habe keine Begrenzung gefunden. Das heißt, du kannst wirklich überall hin. In diesem Zustand hier. Ja, greift an! Feuert! Feuert! So langsam kommen wir auch. Erschöpfen sich auch deren Einsatzmittel. Na, Kanonen alleine sind nicht gefährlich. Kaputt machen. Gut.
Da muss ich irgendwann den hier abholen. Müssen wir finden, bevor er... Ja. Was war das denn? Lieber Sora? Ui, das hat richtig weh. Ja, das ist bloß noch Wache, die wird nicht lange durchhalten. Wir haben zwar ein bisschen rumlatschen müssen, aber wir haben es geschafft. Mit Strategie schafft man tatsächlich auch ein bisschen schwerere Missionen. Und mit Zeit. So, dann können wir auf jeden Fall mit Doki reden. Und dann mache ich noch das mit Susi. Und dann hoffe ich, dass wir erstmal wieder Ruhe haben. Klar, ich habe noch echt viele Quests zu machen, aber trotzdem. Dank deiner Wachsamkeit, Doki, könnten wir unser Land einen schlimmen Überfall ersparen. Vielen Dank. Ja. Ich tue nur meine Pflicht, Majestät. Aber es zeigt sich mal wieder, dass man jede Zeit für erstmal sein muss. Deswegen darf man nie hungrig aus dem Haus gehen. Oh, da stelle ich besser ein. Meinen eigenen Rat befolgen soll. Klingt, als wäre es Zeit für ein Omelette. Ich könnte auch eine Stärkung vertragen. So, wo ist denn Susi? Oh nein! Stürzt das Spiel gerade ab? Ich wollte doch nur ins Inventar. Ach nö. Ja. Okay. Da ich Glück habe und ich auf meinen anderen Bildschirm zugreifen kann, würde ich sagen, das war Let's Play Ni no Kuni für heute. Ich sage Ciao, Wichtlein TV. Ich hoffe, wir sehen uns dann gleich wieder. Macht's gut. Bye, Leute.